Eklat im Landtag. Von der Polizei begleitet müssen der AfD-Abgeordnete Repple und der fraktionslose Gedeon das Plenum verlassen. Gesund leben trotz Zöliakie. Lena Weiß leidet unter einer schweren Glutenunverträglichkeit. Davon unterkriegen lässt sie sich nicht. Ganz im Gegenteil, sie weiß sich zu helfen. Und mehr Derby geht nicht. Der TVB Stuttgart empfängt am Donnerstag die SG BBM Bietigheim. Ja, und damit guten Abend und willkommen zum Journal hier bei Regio TV. Seit September 2017 übertragen die 7 regionalen Fernsehsender Baden-Württembergs die Debatten im Landtag live, ungeschnitten und unkommentiert, um Ihnen ein ungefiltertes Bild der Landespolitik in die Wohnzimmer zu bringen. Falls Sie die Übertragung der heutigen Debatte hier bei Regio TV nicht sehen konnten, in unserem ersten Bericht geht es unter anderem um den Ausschluss zweier Abgeordneter aus der Plenarsitzung. Ein historisch einmaliger Vorgang. Im Rahmen einer von der AfD angestoßenen Debatte, unter anderem über Abtreibungen und linksideologische Einflüsse in Kindergärten, ist es im Landtag von Baden-Württemberg zu einem Eklat gekommen. Landtagspräsidentin Muterem Aras verwies nacheinander die Abgeordneten Repple, AfD, und Gedeon, fraktionslos, des Saales. Zudem schloss die Präsidentin des Landtags die beiden Abgeordneten gemäß § 92.1 der Geschäftsordnung des Landtags von den nächsten 3 Plenarsitzungen aus. Vorausgegangen waren wiederholte Zwischenrufe bzw. Beleidigungen seitens der beiden Abgeordneten sowie ihre wiederholte Weigerung, den Plenarsaal zu verlassen. Herr Abgeordneter, es geht hier. Ja, bitte schön. Bekommen Sie erstmal einen Ordnungsruf. Ja, und wenn Sie weitermachen, werden Sie ausgeschlossen. Das interessiert mich nicht. Ja, Sie boykottieren hier Demokratie. Das hat nichts mit Demokratie. Das ist nicht Demokratie aller Deutschland. Das ist Demokratie aller Türkei, was Sie hier machen. Die beiden Abgeordneten wurden schließlich von der Polizei hinausgeleitet. Die Landtagssitzung wurde in beiden Fällen für mehrere Minuten unterbrochen und die Übertragung der Debatte währenddessen landtagsseitig gestoppt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es war das erste Mal in der Geschichte des Hauses, dass nach einem Sitzungsausschluss die Polizei gebeten wurde, ein Mitglied des Landtags aus dem Sitzungssaal zu begleiten. Das ist nicht üblich und sollte in einem Parlament, das respektvoll miteinander umgeht, auch nicht nötig sein. Diese außergewöhnliche Hinzuziehung des polizeilichen Objektschutzes, der regulär im Landtag vertreten ist, war der Tatsache geschuldet, dass die beiden Adressaten meiner Aufforderung nicht Folge geleistet haben. Repple kündigte später an, Verfassungsklage einreichen zu wollen. Ja, und der AfD-Landesvorstand hat inzwischen angekündigt, Stefan Repple aus der Partei ausschließen zu wollen, aber nicht nur allein wegen des heutigen Eklats, sondern wegen wiederholten parteischädigenden Verhaltens. Rund 800.000 Menschen in Deutschland haben eine Glutenunverträglichkeit, aber nur ein geringer Teil davon hat so starke Beschwerden, dass man von der Krankheit Zöliakie spricht. Das ist auch bei Lena aus Schwieberdingen der Fall. Welche Lösung sich die 10-Jährige hat einfallen lassen, weiß Reporterin Caroline Heinrich. Sie backt und kocht sich ihre Speisen einfach selbst. Lena aus Schwieberdingen. Lena ist 11 Jahre alt, geht in die 5. Klasse, ihre Hobbys sind Backen und Kochen und Lena hat Zöliakie, eine Glutenunverträglichkeit. Inwieweit sie das einschränkt oder auch nicht, wird sie mir heute erzählen. Aber wir wollen nicht nur reden, sondern auch backen. Und zwar Pizza, natürlich glutenfrei. Als erstes machen wir den Teig. Ich merke schnell, Lena weiß genau, was sie tut und ich übernehme automatisch die Rolle der Hilfskraft. Also Wasser haben wir. Wir brauchen noch ein bisschen was. Wir brauchen noch ein bisschen. Wie viel denn noch? 6 Gramm. Oje, das wird schwierig. Die Fünftklässlerin nimmt es ganz genau. Aber nur so hat sie sich wohl dieses Jahr den 2. Platz beim Käsekuchenwettbewerb auf dem wirtschaftlichen Hauptfest in Bad Cannstatt erbackt. Ein großer Erfolg, wofür sie auch einen Preis erhalten hat. Aber zurück zur Pizza. Der Teig ist fast fertig und muss in die Bleche. Übrigens nicht auf herkömmlichem Weg. Lenas Spezialteig wird nicht ausgerollt, sondern gestrichen. Und weil ich mich beim Einstreichen der Pizzaböden nicht ganz so gut anstelle, übernimmt Lena den Feinschliff. Irgendwie sieht es bei dir schöner aus als bei mir. Ja, ich mach's ja auch öfter. Und weiter geht's. Auf unsere Pizzen kommt möglichst viel Belag. Auf die Frage, welche Pizza Lena am liebsten mag, antwortet sie nur kurz: Margarita. Unsere Pizzen sind fertig belegt und kommen in den Ofen. Wir brauchen nur noch mal dann so
schneller fertig. Während die Pizzen backen, erzählt Milena den Hintergrund des Ganzen. Mit 3 Jahren wurde bei ihr Zöliakie festgestellt. Eine Glutenunverträglichkeit, bei der der Körper überempfindlich auf Getreideprodukte, in denen Gluten vorkommt, reagiert. Das kann zu Entzündungen des Darmtrakts führen. Was passiert denn, wenn du was mit Gluten isst? Also mir wird übel, ich muss spucken und ja. Kein Wunder, denn Lena hat Stufe 4, die höchste Stufe der Zöliakie. Ja, deshalb verwendet sie Ersatzprodukte wie dieses Mehl, bestehend aus Reis und Maismehl. Aber meine Mutter bestellt das immer übers Internet, in größeren Packungen. Okay, ist wahrscheinlich aber ein bisschen teurer als normales Mehl, oder? Ja, ist günstiger. Ich glaub schon, ja. Okay, du zahlst es nicht, gell? Nein. Du wächst bloß damit. Okay, guck mal. Ratzfatz sind unsere Pizzen fertig und bestehen den ersten Qualitätscheck der jungen Köchin. Sie sehen lecker aus und sie riechen auch richtig gut. Beim Geschmackscheck bin ich dann dran. So, dann los, oder? Mhm. Haben wir gut gemacht. Mhm, ganz schön lecker. Gemütlich. Ich würde jetzt gerne ein Mittagsschläfchen machen, aber Lena ist immer noch voll in Action. Mhm. Auch bei der Freiwilligen Jugendfeuerwehr Schwieberdingen gibt sie alles. Die Elfjährige wird hier auf den Ernstfall vorbereitet. Ist es eine Art Übung, die ihr vielleicht mal für einen Einsatz braucht? Oder was genau ist das? Was macht ihr hier? Ja, also für die Übung brauchen wir jetzt auf jeden Fall Schläuche ausrollen. Natürlich, weil wenn es mal irgendwo brennt, dann muss man es ja auch können. Na, dann mal ran an die Schläuche. Ganz schön pflichtbewusst für so ein junges Mädchen. Egal ob backen oder Feuer löschen, ein actionreiches Berufsleben scheint vorprogrammiert. Ja, und wenn Sie sich für das Pizzarezept von Lena interessieren, schauen Sie doch einfach auf unserer Facebook-Seite vorbei. Dort finden Sie die geheime Zutatenliste. Die Ehefrau des verstorbenen Künstlers Günter Frank hat eines seiner Aquarellgemälde an den Ludwigsburger Oberbürgermeister Spetz übergeben. Grund für das Geschenk ist aber nicht Weihnachten, sondern das 300-jährige Stadtjubiläum. Das Aquarell zeigt das Residenzschloss Ludwigsburg. International bekannt war Günter Frank als Lokomotivmaler. Gerne malte er aber auch die Schlösser seiner geliebten Stadt Ludwigsburg in Aquarell und Acryl. Sein Gemälde wird nun in die Ausstellung des Städtischen Museums aufgenommen. Kurze Pause, dann schauen wir auf das Derby in der Handball-Bundesliga. Stuttgart und Bietigheim trennen geografisch 28 Kilometer und sportlich 5 Punkte. Für Spannung ist also gesorgt. Dranbleiben lohnt sich. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück. 4,5 Jahre mussten die Handballfans aus der Region auf dieses Spiel warten. Am Donnerstag um 19 Uhr ist es endlich wieder soweit. Der TVB Stuttgart und die SG BBM Bietigheim treffen im Derby aufeinander. Und das zum ersten Mal in der Geschichte der beiden Vereine in der ersten Liga. Juni 2014, das bisher letzte Aufeinandertreffen des TVB und der SG BBM, damals noch in der zweiten Liga. Für den TVB heute wie damals am Ball Tobias Schimmelbauer, Dominik Weiß und Simon Baumgarten, Trainer war und ist Jürgen Schwalkart. Im TVB-Tor stand Jürgen Müller, der mittlerweile für Bietigheim spielt. Auch SG-Kapitän Patrick Rentschler und Robin Haller waren damals schon dabei. Christian Schäfer schaute mit Kreuzbandriss zu. 9 Jahre am Stück gab es das Derby in Liga 2. Jetzt endlich, nach 4 Jahren Pause, trifft man sich wieder. Und das in der stärksten Liga der Welt. Wir haben jetzt 2 Derbys gehabt und beide erfolgreich gestaltet. Also wir können auch selbstbewusst nach Stuttgart fahren. Natürlich wird es eine Riesensache. Stuttgart wird uns kein bisschen unterschätzen. Ich hoffe auf einen heißen Kampf und dass wir am Ende dann doch besser sind. Kein Spiel wie jedes andere bringt das Derby an sich schon Brisanz mit, zeigt auch der Blick auf die Tabelle, dass viel auf dem Spiel steht. Ein SG-Sieg und Bietigheim wäre auf 3 Punkte an den Wild Boys dran. Gewinnt der TVB, hat er einen 7-Punkte-Puffer auf Bietigheim. Ja, also ich glaube, jeder, der die Tabelle lesen kann, weiß, wie die Bedeutung dieses Spiels ist. Die kann man auch nicht kleinreden. Aber wir beschäftigen uns bewusst nicht damit, sondern kümmern uns um unsere Aufgaben, auf unsere Knackpunkte, die wir erfüllen müssen, um ein gutes Spiel gegen Bietigheim machen zu können. Die Saison ist noch sehr lange. Ich habe vor Monaten gesagt, 6 Punkte, da hat man noch nichts verloren, wenn man das an Weihnachten hat. Jetzt haben wir die Chance auf 7 oder 8 Punkte. Ja, und wir wollen diese Chance ergreifen und dann ist alles drin. Zuletzt verloren beide Teams gegen Erlangen. Beide haben mit kleineren Verletzungen zu kämpfen. Aber
All das zählt am Donnerstag ab 19 Uhr in der Porsche Arena nicht. Hut ab, was Bietigheim da bisher gemacht hat. Also in Hannover zu gewinnen, aber auch zu Hause gegen Göppingen zu gewinnen oder in diesem wichtigen Spiel in Friesen, haben sie gezeigt, dass sie einfach Spiele in dieser Liga gewinnen können. Das ist nicht zu Unrecht. Sie haben eine sehr, sehr gute Offensive, spielen da wirklich sehr, sehr druckvoll und sehr, sehr schnell. Und ja, da kommt eine große Aufgabe auf uns zu. Also ich rechne da mit einem ausgeglichenen Spiel. Ein Spiel, das sich der Handballfan aus der Region eigentlich nicht entgehen lassen sollte. Resttickets für das Derby gibt es noch an der Abendkasse der Porsche Arena. Dieser Mann hinter mir, das ist Björn Germann, der sogenannte Ringmaster beim Weltweihnachtszirkus. Das heißt, er führt dort normalerweise durchs Programm. Für unsere Sendung Puls aber führt er sie gleich mal hinter die Kulissen des Zirkus. Jetzt gehen wir hier hoch, ganz bis nach oben, über den Eingang, in fast 10 Meter Höhe. Und hier oben sitzen unsere Musiker. Wie es dort bei den Musikern aussieht, welchen Blick die auf die Manege haben und viele weitere Einblicke ins Zirkusleben gibt es dann gleich in unserem Kulturmagazin Puls, wie gewohnt stündlich um 19:15. Ja, ich wünsche schon mal viel Spaß und gute Unterhaltung. Hier gibt es jetzt noch die Aussichten fürs Wetter in der Region. Wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Dann begrüßt Sie hier zum Journal aber mein Kollege Günther Seibold. Ihnen noch einen schönen Abend. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Schönen guten Abend, ich grüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Es wird jetzt immer frischer in den nächsten Tagen, der Winter breitet sich aus und das heißt Dauerfrost in Baden-Württemberg. Und das gilt am Donnerstag tatsächlich schon für ein paar Bereiche, auch in den Niederungen, wie hier an der Donau, Ulm, gerade mal so um minus 1 Grad, aber auch auf der Baar und in den höheren Lagen. Klar, da ist es ja für gewöhnlich etwas kühler. Und wir haben es mit hochnebelartigen Wolken zu tun, die ab und an auch mal ein paar Schneeflocken fallen lassen. Ansonsten vom Allgäu bis zum Hochrhein etwas Sonne und auch am Oberrhein, vor allem Richtung Rhein-Neckar, mal ein paar Sonnenstrahlen mit bis zu 3 Grad. Die kann es dann auch in Bietigheim-Bissingen geben. Ansonsten ziemlich trüb und deutlich kühler, teilweise dauerfrostig, vor allem dann, je höher wir den Neckar entlang kommen. Im Schwarzwald ohnehin hier dann auch am meisten Schneeflocken. Dauerfrostig geht es durch die nächsten Tage. Am Sonntag könnte es mit Eisregen gefährlich glatt werden.